Herzlich willkommen, Brothers, zur zweiten Runde. Hoffen wir mal, dass das der Ohrbeine uns freundlich gesinnt. Gar kein Problem für den haarigen Udo. Also hier kann man landen. Ich check das jetzt direkt einfach ab. Okay, hier auch. Hier kann man hin. Hier kann man hin. Ach, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Off. Oh! Shit. Oh, das war voll geleckt. Also das war. Hier ist jetzt gleich irgendwas scheiße. Fick. Alter, war das knapp. Okay. Das war jetzt. Pack mich nicht an. Wie sie immer so macht, so. Und dann ist er tot. Ich hab mein. Ich weiß nicht mehr genau. Achso, ja, also ich geh jetzt. Weg. Und nicht in die Ecke, weil dann. Oh Gott! Das wollte ich sterb. Aber nicht mit mir! Okay. Oh Gott! Also, das hätte mich jetzt fast wieder meine Schnurrbarthaare gekostet. So. Jetzt kann mich diese Scheiße mal echt am Pupen, am Bobbelschmatt. Was ist so los? Wir wissen, dass die Crysis-Leute entwickelt haben, aber dass sie da auch wirklich ihre Technik hineingesteckt haben, wie sie es auch in Crysis, das ist uns natürlich neu. Das war ja wohl. Oh. Moment! Ich wollte ranspringen! Oh Gott. MG! So, ihr verkackten Feuerdinger, jetzt bin ich gewappnet. Oh je, yeah, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh oh. Flower, wir wissen. Ich Idiot! Wir wissen jetzt, was mit der Flower passiert. Warum hab ich die gerufen, ich Arschloch? Ich geh nicht Sheffield, mein Name ist Sheffield. Moment. Ach so, ja. Oh! Ach du Sch. Oh Mann, hier kommt doch gleich irgendwas. Hallo? Ja, irgendwas kommt jetzt. Oder kannst du einfach drüber springen? Ja. Wo kommt gleich irgendwas von vorne angerannt? Ja, du musst dich zum Jumpen bereit machen. Irgendwas. Weil wir gucken nur nach vorne. Ich glaube, der Boden. Als nächstes fällt irgendwo der Boden, glaube ich. Kann das sein? Nee. Oh Gott. Jetzt machst du einen Jump-Test. Genau da am Rand. Kurzer Jump-Test. Okay. Das kommt einem gar nicht zu glauben, dass da einfach so lange nichts mehr passiert. Soll ich durchrennen? Okay, man kann hier hin und man kann ganz hoch. Und man kann hier drauf. Aber das nächste ist tödlich. Deswegen springe ich direkt aufs Übernächste. Jetzt drüber springen. Drüber? Ja, jetzt drüber springen und von der anderen Seite reinlaufen. Erst noch abwarten. Wartet. Jetzt kommt nämlich so eine Planschkuh. Ah, ich glaube, die kommen nur ausnahmsweise, ne? Sonst kommen die irgendwie nicht. Okay. Alter, das ging ja. Hand umdrehen. Log auf Log ich. Probier. Während Killer jetzt eine schöne Tasse Tee vorbereitet, werde ich hier jetzt kurz überlegen, was das hier mit auf sich hat. Der Tee ist eingeschenkt, das heißt, wir können jetzt hier loslegen. Und zwar erstmal spielen wir auf den hier. Dann auf den, dann auf den, dann auf den, dann auf den, dann Mikroruck. Oh. Dann auf den, dann auf. Und dann stirbt man. Nein! Das ist unter. Was? Aber wie krass? Das ist aber sehr nett. Das ist endlich mal ein netter Einfall von den Entwicklern. Das Spiel hilft einem sogar. So. Ja, hallo? Hey! Oh. Nein, yeah. Wir haben es geschafft, Bro. Au, oh, yeah. Das war wohl lächerlich. Teste mal noch das andere Level an. Das war ja ein bisschen kurz gerade. Okay, kurz anschauen, wie es aussieht. Okay, Luft rein, kurz Tasse Tee. Na, da, Tässchen Tee. Wir sind besser als ihr, gedacht haben. Okay, letzter Level. Ey, ich dachte, das wäre. Das wurde doch von vielen als Spiel des Unmöglichens. Aber wir kennen Spiele, die sind wahrlich unmöglich. Zum Beispiel Hexagon. Ja, das kann Killer vielleicht spielen. Also ich sterbe nach maximal 5 Sekunden. Und wenn ich zu 100 Mal. Wir haben doch mal jemanden gesehen, der das echt gut gespielt hat. Weißt du das noch? Ja. Ich glaube, das war Danny Bournage. Danny Bournage? Ja, sag bloß, wir haben es schon geschafft. Also das wäre jetzt wirklich ein bisschen pipi gewesen. Ja, wie viele Versuche haben wir jetzt gebraucht? 100 und ein paar zerquetschte? Ich glaube, 2. Das war's, geht's jetzt weiter? Wir haben hier irgendwie eine chinesische Schrift. Ja, das heißt, glaube ich, weiter. Oder auch nicht. Gut, das wär's dann soweit zu Cat Mario. Wir sind jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es durchgespielt ist, aber ihr seht ja diese scheiß chinesische Schrift. Man weiß es nicht genau. Vielleicht habt ihr einen Link für uns, wo man das Original spielen kann. Es sei denn, es ist wirklich durchgespielt. Dann brauchen wir natürlich keinen Link. Das war sehr einfach. Gut. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.